Ich freue mich sehr. Ich würde gerne mit dir heute über das Thema Lehren und Lernen sprechen. Für mich bist du immer eine Lehrtrainerin gewesen und bist eine Lehrtrainerin, die ich wirklich so als leidenschaftliche Lehrerin am ISB sehe. Und da gehst du ja mit ganz viel Herzblut in die Gruppen. Und was macht das für dich aus? Denn es geht ja einerseits ums Vermitteln. Wir haben natürlich Inhalte, aber es geht uns ja eigentlich noch viel mehr um den Lernprozess. Und deswegen müsste ich eigentlich fast sagen Lernbegleiterin. Das ist mir eigentlich fast der liebere, der passendere Begriff. Ich sehe mich auch so. Ich habe ja schon gesagt im Vorfeld, der Bernd strickt auch an diesem Mythos. Er sagt immer, du bist meine Didaktikerin. Wie er jetzt dazu kommt, weiß ich nicht. Aber ich habe so mal für mich nachgedacht, was ist es denn eigentlich? Und viele wissen ja eigentlich gar nicht, dass ich auch Lehrerin tatsächlich war. Und da fällt mir eine Geschichte ein, die würde ich gerne erzählen. Das war die Lehrprobe in Chemie. Da habe ich einen Kuchen gebacken. Zwei Kuchen gebacken, einen mit Backpulver und eine ohne. Den habe ich zur Lehrprobe mitgebracht und habe gefragt, so, was ist passiert? Oh Gott, ein Unglück. Die haben ganz wilde Hypothesen formuliert, die Schüler. Bis wir dann sagten, da fehlt Backpulver. Gut, und dann ging es weiter, was ist denn Backpulver? Und dann sagte er, naja, wenn der den Kuchen auftreibt, da ist da Helium drin. Und die ganze Prüfungsmannschaft, die hat natürlich gewiehert vor Lachen, aber diese Art, das ist mir nochmal so eingefallen. Also Hypothesen formulieren, die reinholen, ihre Erfahrung austauschen, das irgendwie sinnlich machen, dann den Kuchen probieren und gucken, woran könnte es denn sein. Und dann sind die in vorbereiteten Gruppen gegangen, haben wild experimentiert und haben tatsächlich rausgefunden, was dem Kuchen gefehlt hat. Und wenn ich so an diese Geschichte denke, dann sagt das viel über die Art und Weise, wie ich mich da sehe und wie ich mich da auch ein Stück organisiere. Erstmal muss sinnlich sein, muss erfahrbar sein, muss an deren Welten andocken oder koppeln, wie auch immer. Und ja, und dann möglichst den Rahmen so gestalten, dass die sich gemeinschaftlich damit beschäftigen können und überlegen können, was ist jetzt los. Also an ihrer Erfahrungswelt andocken und in einem Modus von Lust und Freude jetzt was rauszufinden kommen. Und das ist mir nochmal so sehr in Erinnerung geblieben, dass das schon sehr früh irgendwie bei mir so eine Liebe war, mich auf diese Art vorzubereiten aufs Lernen, wenn ich das mal so sagen darf als Beispiel. Und wenn du es jetzt nochmal so auf den ISB-Kontext überträgst, als in deiner Rolle als Lehrtrainerin? Da ist es ähnlich. Ja. Also ich liebe erstmal so eine Dramaturgie zu entwickeln, also wie, womit fange ich an? Was wäre so ein guter Zugang? Wo setzt das an deren Erfahrungswelten an? Wie geht das und wie kann ich das mit einfachen Worten transportieren? Das geht für mich eigentlich schon in der Eingangsrunde los. Ich kenne ja das Thema, ich weiß ja, was zu vermitteln ist. Und dann höre ich ganz präzise eigentlich zu und dann denke ich, oh, das ist ein gutes Beispiel für diese Präsentation oder für das Modell, das könnte ich gut verwenden. Und am Beispiel lernen ist ja unser eigentlich das, was uns alle bewegt. Und so verknüpfe ich deren Erfahrungswelten schon in der Eingangsrunde mit dem, was später kommt. Und sage, guck mal, das ist jetzt, was du eben erzählt hast, ein Beispiel für. Und mach so verschiedene Perspektiven auf, das geht eigentlich ganz gut. Ich habe so überlegt, wie habe ich gern gelernt? Also ich habe gern gelernt, wenn ich A, zu dem Lehrer eine emotionale Beziehung hatte, wenn es mich berührt hat, wenn es mir Sinn gemacht hat und wenn es auf eine Weise transportiert worden ist, wo es so in meinem Erfahrungsschatz irgendwo fündig wurde. Und ich glaube, das, das habe ich einfach aufgesogen und das möchte ich hier auch transportieren. Ich hätte noch eine Sache zu sagen. Ich habe so überlegt, ich bin ja eine 68erin. Ich habe in den 68ern studiert und da haben wir eigentlich die Hochschule ein Stück neu erfunden. Ich glaube, wir waren alle in Settings, wo wir das Wissen uns gemeinschaftlich angeeignet haben. Also heute würden wir von Selbstorganisation sprechen. Wir haben uns mehr oder weniger in Gruppen zusammengetan, haben den Stoff durchgearbeitet, haben kontrovers diskutiert, jeder hat einen Beitrag geleistet. Und ich glaube, diese Art, wie wir damals uns vorwärts bewegt haben, das ist
die Tradition, auf die ich so aufbaue. Mhm. Also damals wurden hochschuldidaktische Zentren gegründet, was ja heute selbstverständlich ist, aber dass eine Hochschule anfing, sich mit Didaktik zu beschäftigen, das war neu. Und ich glaube, das trägt sich auch so durch, durch meine Art, wie ich versuche, Stoff zu vermitteln. Jetzt bist du ja eine sehr erfahrene Lehrtrainerin. Was gibst du denn den jüngeren Kollegen und Kolleginnen so mit? Mhm. Was ist das, wo du sagen würdest, ja, das kriege ich von der Angelika besonders, auch wenn ich jetzt so in jüngeren Jahren mich hier am ISB so aufmache? Was gebe ich mit? Ich glaube, erstmal Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit, in die eigene Fähigkeit. Also wir sind ja am Institut weg von so geht, so machen wir, von Wahrheiten und weg von Kochrezepten. Sondern da halte ich mich, und da finde ich das irgendwie eine ganz gute Metapher. Der Bernd hat ja diese Kochmetapher. Also zu sagen, nicht schnell was auf den Tisch, nicht schnell was beraten, sondern habe ich ein Grundgefühl dafür, welche Zutat wie und wozu passt. Und ich glaube, dieses Vertrauen, dass es am Ende wird und dass ich mich da in meinem Tempo vorwärts bewegen darf und dass mir die Ressourcen zuwachsen, dass ich in Kontakt gehe und dass, wenn ich mich auf den anderen besinne und beziehe, es immer viele Perspektiven gibt, die hilfreich sein können in der Beratung. Also so würde ich es jetzt mal formulieren wollen. Zu spiegeln und da zu unterstützen und dass die Teilnehmer irgendwie leuchten. Ich muss da gar nicht glänzen, also, sondern dass die Teilnehmer irgendwie leuchten so in ihrer Arbeit. Das ist, glaube ich, eine gute Komposition, also dass ich wirklich diese Räume auch gestalte. Ich sage, in diesem Setting ist es gut zu lernen. Ja, Angelika, vielen Dank. Gern.